Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Torskatude, beim Clan, noch kein Clan. Ja, vielen lieben Dank für die viele, viele Post- bzw. Kommentare unter dem Video, wo ich gesagt habe, ich suche mit diesem Account hier einen Clan, in dem ich mal ein bisschen mitspielen kann, also einen von euren. Und ich habe auch einiges an, mal wieder an sozialen Kontakten gewonnen. Ich mache aber keine Freunde, deswegen steht hier meistens 10 drin. Um allen gerecht zu werden. Ihr seht das, ich habe hier nicht einen einzigen. Nehme ich lieber keinen. Ist aber nicht weiter schlimm. Irgendwann in irgendeinem Livestream ist klar, dass wieder mein Tablet mal wieder bimmelt, wenn ich hier was aufnehme. In irgendeinem Livestream werde ich sicherlich wieder, denke ich mal, die Pforten aufmachen und wir sehen mal wieder eure Kämpfe. Aber ich will ja heute ein Clan mit diesem Account hier finden und jetzt könnte ich natürlich hier in meine Ingame-Post gehen, denn ihr habt mir natürlich auch fleißig Einladungen geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Da könnte ich mir jetzt natürlich irgendeinen rauspicken. Das Problem ist nur, dann sind alle anderen natürlich eingeschnappt. Deswegen mache ich das nicht so. Ich benutze einfach mal was anderes, aber erstmal wollte ich den letzten Stern und bevor das Event der morgen vorbei ist hier, eben einmal einen Gegner suchen, beziehungsweise da, wo ich noch ein paar... ja, Toto, hast du gut gemacht. Okay, ich muss erstmal die Armee hier wegwerfen. Sehe ich gerade. Und ja, dann kann ich eine neue Armee schaffen. Boah. Yo, da habe ich einen gefunden, wo ich meine Armee hier nicht wegwerfe. Jetzt gucke ich mal, was ist hier eigentlich drin. Einmal klicken. Ah, okay, hier sind Lufttruppen drin. Ja, vielleicht brauche ich sie nicht. Mal gucken, vielleicht brauche ich sie nicht. Ich wollte in jedem Fall jetzt mal etwas eher sein. Deswegen bin ich auch noch total verschwitzt, weil ich jetzt gerade eben aus der Dusche gehüpft bin. Wo bin ich gerade stehen geblieben? Ah, ich muss mich gerade konzentrieren. Oh, ich habe gar keine Heiler. Ach doch, die Heiler sind ja dahinter. Alter, bin ich verpeilt. Gottes Willen. Okay. Weil ich natürlich jetzt nicht so spät zu euch kommen wollte. Denn ihr wisst das, ich bin ja eher, sage ich mal, so ein bisschen Abendspieler. Und was ist denn das da für ein... Ah, das sind Multi-Infernos. Und deswegen ja, join ich natürlich eigentlich immer abends dann die Clans. Das ist aber nicht so schlimm, dass ich das jetzt mache. Ich hoffe, dass dann wenigstens jemand da ist. Und die Queen hier hoffentlich jetzt... noch so ein bisschen was schafft. Muss mal eben schauen. Den King hier. Ich glaube, den kann ich jetzt gleich schon mal zünden. Und oh, jetzt geht er ganz zurück. Alles klar, King. Okay, meine Queen kriegt jetzt leider auch Beschuss. Und dann muss es hier jetzt mit den Minern reingehen. Ich hoffe, der Funnel war jetzt für die Miner-Resttruppe ganz gut. Und jetzt lasse ich mich mal wieder eines Besseren vielleicht überraschen. Denn es kann natürlich sein, dass ich jetzt unangenehme Clanburg bekomme. Ist aber nicht so. Ich nehme hier ruhig mal beide Gift hier in der Mitte. Denn da kann es nochmal so ein bisschen gefährlich werden. Wird es auch. Die sind von den ganzen Skeletten einmal abgelenkt. Ach, beziehungsweise von dem Dicken auch. Aber die haben den auf jeden Fall gepackt. Kriegen wir noch das Dunkle. Es wäre ja ganz schön. Ich will mal meine Clanburg noch lassen für den nächsten Angriff. Da noch ein Bogi gesetzt. Ach, schade. Den habe ich ein bisschen früh gesetzt. In der Mitte ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Queen ist mir jetzt leider auch verstorben. Aber bis 471 haben wir den gemacht. Haben wir also ganz gut gemacht. Und dann lassen wir den eben mal auslaufen. Und dann geht das weiter. Ja, dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich mache mal Folgendes. Und zwar, damit um allen gerecht zu werden und jetzt nicht irgendeinen hier rauszupicken, habe ich mich mal des World Wide Webs bemüht, beziehungsweise jetzt muss ich das eben einmal umschalten. So ist das, glaube ich, ganz gut, dass ihr das auch seht. Und zwar habe ich einfach mal einen, ich blende eben mal ein, so einen Generator hier, so einen Random-Generator bemüht. Hier passte ich jetzt einfach die URL des Videos rein und kann die ganzen Kommentare hier laden. Das ist eine ganz bequeme Sache, da gibt es etliche von. Und jetzt kann ich hier unten sagen, randomly pick a winner or pick the most like recent comment. Also wenn man natürlich sehr, sehr viele Kommentare hat,
Ich habe viele Kommentare, aber es sind jetzt nicht so viele, die liked recent sind, also nochmal geliked sind. Und deswegen gucken wir mal, was mich hier erwartet. Ich klicke einfach mal drauf. Komm in den Clan Jäger der Nacht. Mal gucken. Jäger der Nacht. Da wird es natürlich jetzt ein bisschen schwer. Ich gucke mal, ich kopiere mir den Comment mal und schalte ich einmal eben um. Mache euch das wieder. Ah ne, das mache ich euch nicht aus, sondern da muss ich hinklicken. So, dann muss ich hier einmal kurz einmal raus aus dieser Ansicht hier. Da ist sie. So, jetzt bin ich hier wieder bei euch. Mal gucken, Clan Level 15, Jäger der Nacht. Wir gucken mal. Ich passe den hier jetzt mal rein. Da kann es jetzt nicht so viel geben. Also es gibt schon einige Jäger der Nacht. Gut, dass er den Clan Level dabei geschrieben hat. Und ich denke mal, hier gehen wir jetzt mal rein. Ich gucke mal, ob ich nicht so reinkomme. Durch die Ingame-Post, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Es kann ja immer mal wieder einer sein, der mich jetzt nicht möchte. Ne? Oder der halt, der nicht weiß, dass ich komme. In der Regel sind es ja vielleicht ein, zwei Leute, die jetzt wissen, oh, da hat sich vielleicht, wir haben den Toto mal gefragt, ob er bei uns in Clan kommt. Denn ich bringe natürlich alle Voraussetzungen mit, die so ein Clan gerne haben möchte. Ich bin erstens unfreundlich, ich spende nie. Ich bin sehr unbequem, ich nöll an allem rum und mecker sowieso nur. Ich bin so ein totaler Tag- und Nacht-Meckerfritze. Und unfreundlich bin ich sowieso im Chat, wenn ich mich überhaupt beteilige. Meistens mache ich das natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht alles, sondern das wollte ich eigentlich auch aufschnappen. Hier in den News, auch in den deutschen News übrigens, gibt es How to Find a Clan. Finde ich richtig gut. Hier sind nochmal alle Tools aufgelistet, wo man eigentlich einen passenden Clan für sich finden kann. Und von daher, es gibt natürlich Ingame-Chat, es gibt das Global. Okay, es gibt den Global. Sei mal dahingestellt, was da manchmal so los ist. Ist ja eher eine Partner- und Single-Börse. Aber man findet da ab und zu tatsächlich auch einen Clan. Und es gibt Reddit, es gibt Foren, es gibt Discords, also überall dort werdet ihr fündig. Auf Facebook gibt es etliche Clans, die da Seiten haben, die immer mal wieder was suchen und. Es gibt Webseiten mit Regeln von Clans. Lest euch das ruhig mal durch, guckt euch das ruhig an. Oder auch das dazugehörige Video, How to Find a Clan, ist nicht schlecht. Man kommt dann natürlich auf ein YouTube-Video. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren es nochmal in dem Clan Jäger der Nacht. So, Search. Dann bewerben wir uns hier. Ich habe glücklicherweise genug Pokale. Das muss ich eben einmal ein bisschen zur Seite drehen. Toto hier. Thorsten soll ja auch aussagekräftig sein. Also auch das solltet ihr immer machen. Wenn ihr euch irgendwo bewerbt, also immer mit diesem Standardtext, der taucht ja jetzt bei mir, würde der dann im Englisch auftauchen, auch bei den deutschen Clients, das ist immer ein bisschen doof. Man sollte ruhig schon sagen, wer man ist, das Alter muss man nicht unbedingt verraten, aber ich kann es ruhig verraten. Und von wo man ist, ich bin aus Nordrhein-Westfalen, mal gucken, ob überhaupt jemand da ist, deswegen nehme ich jetzt ein bisschen eher auf. Es ist jetzt 19.34 Uhr, 19:30, 19:30, ist eigentlich eine coole Zeit. Mal sehen, ob die Jäger hier nicht nur in der Nacht da sind, sondern vielleicht auch schon am frühen Abend. Und Tatsache, eine #Pipi-Pause weiter haben die hier den unbequemen Thorsten angenommen. Ich gucke mal in den Chat rein. Da hat mich einfach nur jemand angenommen, oder? Wie sehe ich das? Ich sehe das jetzt gar nicht, meine Annahme. Oder haben die jetzt schon so viel getippt? Nee, so viel haben die doch noch nicht getippt. Ah nee, das ist global, Leute. Hi, bitte kurz vorstellen. Hatte ich doch schon oben gemacht. Bin einer Einladung. Toto, was ist heute los? Ladung gefolgt. So. Habe ich doch schon oben. Also, jo, erstmal hier in den Clan. Ich ist promoted worden. Ich bin nur accepted worden von der Angie hier, nett. Und mal gucken, ob ich mich hier wohlfühle oder ob die sich mit mir überhaupt wohlfühlen. Ich gucke mal ganz aktuell rein. Oh, die Kollegen sind im Clankrieg. Das ist natürlich nett. Haben auch schon mal ein paar Dreier kassiert. Ihr seht, ist ein 15 gegen 13er Clan. Freut mich natürlich. Und
Achso, das ist ja der Gegner. Das ist schon der Gegner. Wir gucken mal. Oh, hier. Oh. Hier gibt es schon einige Devs. Also super Sache hier. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich hier auch gute Dörfer finden werde. Manchmal nimmt man ja so ein bisschen, auch ganz, ganz gern ein bisschen was mit, denke ich mal. Und wo wir schon mal hier sind, gucken wir uns doch einfach schon mal was an. Vom Clan Jäger der Nacht. Ich blende gleich auch mal die Tag ein. Dann habt ihr auch mal so ein bisschen was an Beschreibung, denn auch so ein bisschen so die Clan-Beschreibung. Ich lese die auch mal gerne. Also ich lese immer die Clan-Beschreibung, wenn ich vor allen Dingen Clans wechsle. Was ist das überhaupt für ein Clan? Was erwarten die? Viele schreiben es ja mittlerweile rein. Wir erwarten mindestens 2 Angriffe. Ich meine, das dürfte ein bisschen klar sein. Aber viele schreiben auch rein, wir möchten bitte immer die volle Punktzahl Clan-Spielpunkte. Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Viele machen das zwischen 500 und 2000 Punkten, je nachdem, wie lange und wie viele Punkte man auch erspielen kann und wie viele Mitglieder man natürlich auch hat. Ein Clan, der 50 Mitglieder hat, wenn da jeder 500 Punkte holt, dann reicht es ja schon bald. Beziehungsweise, ich glaube, bei den nächsten Clanspielen müssen 13 Leute die volle Punktzahl bringen, um die Clanspiele zu schaffen. Also schafft das unter Umständen sogar ein Level 15 Clan. Ein Clan mit nur 15 Mitgliedern, wo alle aktiv sind und wo alle ihre Clan-Spielpunkte machen. Aber schöner Luftangriff hier. Vom Ghost Rider. Luft ist ja im Moment sehr, sehr stark, auch im Rathaus 9 Bereich. Hat er gut gemacht, die Clanburg gelockt, kurz einmal die Clanburg dann eliminiert und den Rest hier komplett mit dem Luftpart gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die. War die Queen hier auch irgendwo außen? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Ich müsste gleich noch mal gucken. Ah, hier hinten ist die gegnerische Queen. Okay, die rennt da so ein bisschen zwischen den Feldern hin und her. Das ist doch mal witzig. Das ist dann auch, das sind so Angriffe, da hoffst du einfach, dass deine Lavawelpen alle aufgehen. Dann gehen nicht alle auf da. Oder halt die gegnerische Queen sich immer schön beziehungsweise an den Welpen aufhält und die Loons außer Acht lässt. Aber ich meine, er hatte jetzt auch noch einen Hund. Da hätte die Queen jetzt wahrscheinlich endlos drauf geballert. Also schönes Ding hier. Schöner Angriff. Schöner Erratus 9er Angriff haben wir den schon mal inne. Achso, passt ja all. Okay. Sie hat es jetzt, durchschaut, wer ich denn eigentlich bin. In der Regel tippe ich das eigentlich nicht. Ich sage einfach, ich bin der und der und gut ist. Derjenige, irgendeiner wird dann schon, nämlich derjenige, der mir das ja in das Forum reingepinnt hat, in den Kommentar, nicht ins Forum, in den Kommentar reingepinnt hat, spätestens der wird mich womöglich mit meinem Kürzel begrüßen. Und das ist dann auch schon gewesen. Also ich werde hier, wenn sie mich denn mitnehmen, mal sehen, was sie für einen Winstreak haben. Den können sie... Ich hätte fast gesagt, im Moment sind Winstreaks mit mir eine Gefährdung. Mit mir eine Gefährdung. Denn ich habe im Moment irgendwo, ist bei mir der Wurm drin. Kennt er sicherlich auch von euch. Du hast immer mal wieder eine Phase. Da machst du einen Dreier nach dem nächsten. Da greifst du wirklich an wie der junge Gott. Aber es gibt dann leider auch die Phasen, die dann nicht mehr... Oh, das muss ich eben mal ein bisschen rumziehen. Immer noch der Popschutz, entschuldigt bitte, wo du dann wirklich nichts gebacken kriegst. Egal was du anfasst, es wird ein Stern. Es ist einfach so und du kannst noch so gut sein und noch so motiviert sein. Im Moment habe ich so eine Phase und ich hoffe, die geht auch mal wieder vorbei. Mit meinem Rathaus 12 beende ich diese Phase heute endgültig, nee, nicht endgültig, sondern erstmal, denn ich level meinen Warden. Damit bin ich erstmal raus aus den Clankriegen. Uff. Und es ist heute ja immer noch so warm. Es hat immer noch nicht geregnet. Es ist der Hammer, ey. Meine Herren. Und ich glaube, jetzt zum Wochenende wird es ein bisschen regnen. Mal sehen, ob wir uns da im Stream sehen. Dann Wetter ist ja dann ganz, ganz gut, um irgendwas zu tun. Aber ich bin jetzt erstmal hier. Wir gucken mal. Windstreak von 10. Oh. Leute. 10 und 10er Clankriege. Das sind genau die ich so liebe. Oh, nö. Naja, egal. Mal sehen, ob die mich mitnehmen. Ich stelle mich mal auf. Ich bin grün, mal sehen, ob das passt. Manchmal passt es ja nicht. Ihr kennt das ja aus dem Clan Disabled. Ich verabschiede mich erstmal. Ich hoffe, ihr habt ja ein bisschen Clash of Clans gesehen mit mir. Ich bin jetzt erstmal bis zum Wochenende in diesem Clan. Dann tingle ich sicherlich mal wieder weiter. Das mache ich dann nicht mehr mit random, sondern ich schaue einfach mal wieder bei euch vorbei. Bis dahin, euer Toto. Clasht.